Das ist kein Nationalismus, meine Freunde. Das ist das Nationalgefühl, was jedem gesund denkenden Menschen innewohnen muss. Er muss sein Land, das eine lange, lange Geschichte, die viele Jahrhunderte zurückgeht, hat, muss er kennen und muss er lieben und muss er verehren lernen. Dann wird er auch bereit sein, für diesen Staat die notwendigen Opfer jeder Art zu tragen.